Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Dr. Döpfner, sehr geehrter Herr Marquardt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle herzlich zur Eröffnung der 24. Medientage München hier im Internationalen Kongresscenter der Messe München begrüßen. Das Motto der diesjährigen Medientage ist Werte der Medien in der digitalen Welt. Gemeint ist damit sowohl der ökonomische als auch der gesellschaftliche Wert der Medien. Als wir Anfang des Jahres das Motto dieser Medientage festgelegt haben, war die weitere wirtschaftliche Entwicklung für niemanden absehbar. Entsprechend vorsichtig waren die Prognosen zum Jahreswechsel. Heute wissen wir, zumindest die ersten 9 Monate waren generell deutlich besser als erwartet. Und es spricht vieles dafür, dass dieser Trend anhält. Gerhard Zeiler, der Vorstandsvorsitzende der RTL-Gruppe, hat es angesichts des Rekordergebnisses seines Unternehmens im ersten Halbjahr so ausgedrückt, ich zitiere, das Jahr wird entweder gut oder großartig, schlecht kann es nicht mehr werden. Nun sind nicht alle Unternehmen wirtschaftlich so erfolgreich wie die RTL-Gruppe, dennoch deutet vieles darauf hin, dass die Talsohle des Jahres 2009 durchschritten ist. Laut Nielsen haben die Fernsehanbieter bei den Bruttowerbeerlösen im ersten Halbjahr um 15% zugelegt, der Hörfunk um 4,3%, die Publikumszeitschriften um 2,6%, die Tageszeitungen um 1%. Und bei der Online-Werbung gehen Experten davon aus, dass sie in diesem Jahr mindestens um 15% netto gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Wirtschaftlich gesehen sind die eindeutigen Gewinner der letzten Monate die Bereiche Fernsehen und Online. Aber auch der Printsektor hat sich ein Stück weit konsolidiert. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass die Werbeeinnahmen der klassischen Printprodukte noch einmal signifikant steigen werden, aber andererseits haben sich die Vertriebserlöse weitgehend stabilisiert und vor allem, so ist zumindest mein Eindruck, hat sich die große Aufgeregtheit, ja Ratlosigkeit von Unternehmen, was Zukunftsstrategien angeht, deutlich gelegt. Dabei hat niemand das allein selig machende Geschäftsmodell gefunden, aber man arbeitet, macht Fortschritte, hat erste Erfolge. Manche setzen dabei auf Paid Content, andere auf Reichweite und Werbung. Smartphones und Tablet-PCs sind zu großen Hoffnungsträgern geworden. Sicher nicht nur zu den Zukunftschancen der Zeitungs- und Zeitschriftenbranche werden wir im Rahmen dieser Öffnung eine Keynote vom Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, Herrn Dr. Matthias Döpfner, hören, einem der erfolgreichsten und innovativsten Medienmanager der vergangenen Jahre. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und man darf, wenn man über die positiven Entwicklungen in den letzten Monaten spricht, natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vergessen. Alle 50 Einzelprüfungen ARD, ZDF und Deutschlandradio im Rahmen der 3-Stufen-Testverfahren erfolgreich überstanden und dazu ein neues Gebührenmodell verabschiedet, das möglicherweise noch deutlich mehr Einnahmen bringen wird als bisher. Ich habe in letzter Zeit nur zufriedene Intendanten gesehen. Eine Branche also, in der alle befreit durchatmen und eine verheißungsvolle Zukunft schauen können. Wer realistisch ist, weiß, dass es sich bei den genannten Zahlen und positiven Trends um Momentaufnahmen handelt, die vor allem einer wieder deutlich steigenden Konjunktur zu verdanken sind, von der allerdings keiner weiß, wie lange sie anhält. Und vor uns stehen eine ganze Reihe von Problemen und Themen, die nicht gelöst sind. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, ist genau der richtige Augenblick, den bayerischen Ministerpräsidenten aufs Herzlichste zu begrüßen, der, nachdem wir ihn in den vergangenen beiden Jahren schmerzlich vermisst haben, heute bei uns ist. Und es ist nicht nur
Der bayerische Ministerpräsident, der uns mit seiner Anwesenheit bei den Medientagen München beehrt, sondern mit Frau Ilse Aigner, Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger werden zwei Bundesministerinnen auf dem Online-Gipfel vertreten sein. Dazu kommen weitere Politiker, unter anderem der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Siegfried Schneider, der den Printgipfel eröffnen wird. Es hat vor allem einen Grund, meine Damen und Herren, warum ich mich über die Anwesenheit dieser hochkarätigen Politiker besonders freue. Sie vermittelt nicht nur den Eindruck, dass die Politik das Feld der Medienpolitik wiederentdeckt, das von wenigen Ausnahmen meist rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal abgesehen, in den zurückliegenden Jahren doch eher brachgelegen ist. Der bekannte und streitbare Publizist Johannes Groß hat vor fast 40 Jahren im Dezember 1971 einen Leitartikel in der FAZ mit dem Satz beendet: Die beste Medienpolitik ist gar keine. Hintergrund waren damals Überlegungen zur Sicherung der inneren Pressefreiheit angesichts zunehmender Konzentration. Ich bin sicher, es gibt auch heute noch und auch unter Ihnen Anhänger dieser These. Ich gehöre nicht dazu. Ich möchte Ihnen auch sagen, warum. Globale Unternehmen agieren durchaus erfolgreich, auch ohne Medienpolitik. Für kleinere und mittlere Unternehmen und auch für den einzelnen Bürger aber ist Medienpolitik wichtig. Denn ihre Aufgabe ist es primär, Wettbewerb und Vielfalt zu sichern. Und deshalb ist beispielsweise ein chancengleicher Zugang zu Netzen und Plattformen entscheidend, damit Wettbewerb nicht nur über ökonomische Macht, sondern über Inhalte stattfindet und junge, aufstrebende Unternehmen prinzipiell die gleichen Chancen haben wie etablierte. Mit Medienpolitik kann man vermutlich keine Wahlen gewinnen. Aber Medienpolitik ist Zukunftspolitik und sie ist Gesellschaftspolitik. Die offenen medienpolitischen Fragen liegen auf der Hand. Netzneutralität, diskriminierungsfreier Zugang zu Plattformen, Urheber- und Leistungsschutzrechte, Datenschutz, Sicherung lokaler und regionaler Medienangebote, nach wie vor die Frage nach einem Werbeverbot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Präzisierung des Funktionsauftrages und schließlich haben die Ergebnisse der vielen Drei-Stufen-Testverfahren auf allen Seiten in erster Linie Frustration hinterlassen. Bei den Verlagen, bei den privaten Fernsehanbietern, in den Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und nicht zuletzt bei den Zuschauern. Ich möchte an dieser Stelle aber auch betonen, dass wir bei allen Diskussionen über die Weichenstellung im dualen System, ein Thema, das wir ja bei den Medientagen viele Jahre immer wieder diskutieren, bei allen Diskussionen über diese Weichenstellungen, die uns sicher auch in Zukunft begleiten werden, nicht die Gemeinsamkeiten bzw. die gemeinsamen Interessen vergessen sollten, damit der Rundfunk nicht irgendwann auf dem Abstellgleis steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle haben jetzt 3 Tage Zeit, diese und viele andere Themen zu diskutieren. Die Medientage, dessen Team mit Herrn Kors, Herrn Müller und Herrn Tusch an der Spitze ich herzlich für die Organisation danken möchte, warten in diesem Jahr mit einigen Neuerungen auf. So wird es am Freitag erstmals einen, wie ich sicher bin, spannenden Inhaltegipfel geben. Dazu kommt ebenfalls am Freitag ein Mobile Communications Day und bereits am Donnerstag eine eigene Programmschiene zur Corporate Communication. Der Mediengipfel heute Vormittag ist eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. Erstmals werden der bayerische Ministerpräsident Dr. Matthias Döpfner und der Vorstandsvorsitzende der Hubert-Burda-Media Dr. Paul Bernhard Kallen die Diskussion bereichern. Ihnen und den anderen Teilnehmern des Mediengipfels ein herzliches Willkommen. Wenn ich von Bewährtem spreche, ist selbstverständlich nicht zuletzt Helmut Marquardt gemeint, der zwar vor 2 Wochen seinen Abschied als Chefredakteur des Focus gefeiert hat, den Medientagen aber weiterhin als erster Moderator zur Verfügung steht. Ich wünsche uns allen in jeder Hinsicht erkenntnisreiche und gewinnbringende Tage und darf nun das Wort an Herrn Ministerpräsident Seehofer übergeben,
dessen erste Rede hier auf den Medientagen wir alle, Herr Ministerpräsident, mit Spannung erwarten. Vielen Dank. Lieber Herr Professor Ring, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin jetzt selbst gespannt. Es gibt auch im Leben eines Ministerpräsidenten Tage, die freudig beginnen. Heute durfte ich vernehmen, dass alles schwarzer hinsichtlich der Empörungswelle dieser Woche sehr auf die Bayern setzt, dass diese Überlegungen und Maßnahmen und Instrumente der Bayern diese Empörungswelle richtig abarbeiten. Ich habe mit Freude vernommen, dass Herr Marquardt nicht gewettet hat auf mein Fernbleiben. Ich habe gehört, Sie hätten letztes Jahr ernste Zweifel gehabt, dass ich in Wahrheit gar nicht krank war. Ich kann Ihnen gerne noch den gelben Schein nachliefern. Aber er hat nicht gewettet, weil er wusste, dass dies unerlaubtes Glücksspiel wäre. Und meine Damen und Herren, nachdem Sie hier auf bayerischem Boden in München sind und nicht jeden Tag in einer süddeutschen Zeitung lesen können, wie es um Bayern tatsächlich steht, will ich Ihnen sagen, dass Sie in einer der Power-Regionen Europas sind. Das war nicht immer so. Bayern gehörte lange Zeit in der Nachkriegsgeschichte zu den ärmeren Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile ist dies völlig anders. Ohne Heldenselbstverehrung, weil es ja die Leistung der bayerischen Wirtschaft, der bayerischen Bevölkerung ist, darf ich darauf hinweisen, dass wir in Bayern Vollbeschäftigung haben, in allen Regionen, dass wir auf eine Jugendarbeitslosigkeit zusteuern, die gegen Null geht, dass wir über eine Finanzkraft verfügen, die dazu führt, dass wir die Hälfte, alleine die Hälfte des Länderfinanzausgleiches in Deutschland bezahlen. Wenn ich mit den Kollegen von Baden-Württemberg und Hessen beieinander bin, wissen wir, dass uns dreien die Bundesrepublik Deutschland gehört, weil wir den gesamten Finanzausgleich bezahlen. Meine Damen und Herren, wir führen nicht die lautesten Bildungsdiskussionen in Bayern, aber wir haben die besten Bildungsergebnisse. Uns ist erst vor wenigen Wochen bescheinigt worden, dass die Bayern alles können, auch Deutsch. Unsere Schülerinnen und Schüler aller 9. Klassen, ob jetzt Hauptschule, Realschule, Wirtschaft, habe ich glaube ich schon gesagt, Wirtschaftsschule, Gymnasien, bei Orthographie, bei Leseverständnis, Hörverständnis in Deutsch Nummer eins. Wir sind im Kandidatenstadium für die Olympischen Winterspiele 2018 mit München, Garmisch-Partenkirchen und dem Berchtesgadener Land. Und da, wenn ich ja nur nach den Medien, das ist das einzige Kritische, was ich heute anmerken möchte, nur nach den jedenfalls süddeutschen Medien gegangen wäre, dann hätten wir die Bewerbung niemals erfolgreich gestalten dürfen. Und ein sehr, sehr geduldiger Dialog, das ist eine neben der friedliebenden Eigenschaft der Bayern eine zweite Dialogbereitschaft zu haben. Ein Dialog mit der Bevölkerung, gerade in Garmisch-Partenkirchen, hat dazu geführt, dass wir jetzt nicht nur die notwendigen Grundstücke haben, sondern zunehmend auch die Bevölkerung gewonnen haben. Und da hat der Chef meiner Staatskanzlei, Siegfried Schneider, durch seine Geduld, durch seine Gelassenheit einen großen Beitrag dazu geliefert. Worüber ich jetzt heute nicht reden möchte, was sonst immer auch unser Glanzpunkt ist, ist der Stellenwert des Fußballs, der aus München und Bayern strahlt auf ganz Europa. Aber das soll sich ja alles bis Weihnachten ändern. Also, ich begrüße Sie auf bayerischem Boden. Vielleicht kann uns Herr Marquardt zuletzt noch ein bisschen Aufklärungsunterricht geben. Und möchte Ihnen sagen, wir freuen uns, dass diese Medientage hier in Bayern, in München stattfinden. Wir hatten ja gestern schon
in einem der schönsten historischen Säle, die wir nördlich der Alpen haben, im Antiquarium der Residenz für rund 100 Vertreter der Medien einen, ich meine, sehr unterhaltsamen und festlichen Empfang gegeben. Und zu diesen Bayern gehört auch der Medienstandort München. Und bevor ich auf verschiedene Dinge, die Sie mehr oder weniger interessieren, komme, vielleicht zu zwei Tiefwurzlern, die mit Bayern zusammenhängen. Ich bitte um Nachsicht bei allen Privatorientierten. Es ist einmal der Bayerische Rundfunk. Es ist ja immer der Verdacht, wenn ein Ministerpräsident über seinen oder den bayerischen Sender spricht, dass dies ja bestimmte Gründe hätte. Aber ich muss Ihnen sagen, es wird wohl wenig Medien geben, die sich auch leisten, eine so kritische Einstellung durch ganz bestimmte, ja mittlerweile zum Kult gewordenen Sendungen, wenn ich an die Sendung Querdenke. Das ist alles anders als mit Christoph Süß. Das ist alles andere als, sagen wir mal, bekömmliche Unterhaltung für im Amt befindliche Politiker. Aber, meine Damen und Herren, es ist sehr anspruchsvoll, es ist hintersinnig und vor allem hat man zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass hier ein Moderator oder Leitartikler frustbasiert eine Eigentherapie betreibt, sondern vor allem eben auch die anspruchsvolle Unterhaltung fürs Publikum und die ist wirklich sehr politikkritisch. Trotzdem möchte ich mich outen als jemand, der dann, wenn es ihm langweilig wird, gerne das bayerische Fernsehen einschaltet. Der zweite Tiefwurzler ist, habe ich vor wenigen Wochen besucht, gemeinsam mit meiner Frau, nämlich die Bavaria. Eine erste Adresse, und zwar in Geisel-Gasteig, der für die Film- und Fernsehproduktion in Deutschland, eine lange Tradition der Bavaria und für den Erhalt hat sich die bayerische Medienpolitik vor Jahren der Krise nachhaltig eingesetzt. Die bayerische Medienpolitik war und ist ein starker und verlässlicher Partner, das wollten wir auch an diesem Beispiel zeigen, unserer Film- und Fernsehschaffenden und wir werden es auch in Zukunft sein. Deshalb freue ich mich, dass ich bei meinem Besuch vor einigen Wochen Zeuge der Vorbereitungsarbeiten für den Film Die drei Musketiere war. Das könnte auch für Guido und die Kanzlerin und mich Anschauungsmaterial sein. Die Strahlkraft einer internationalen Filmproduktion ist ungebrochen, das wurde mir dort bewusst. Und es ist ein Erfolg, dass solche Produktionen wieder in Bayern stattfinden, denn Bayern bietet dafür die besten Voraussetzungen. Die Bavaria Film und der Bayerische Rundfunk sind nicht das einzige bedeutende Unternehmen in Bayern. Wir dürfen stolz sein auf eine Vielfalt der Aktivitäten, insbesondere in drei Standorten, in Geisel-Gasteig, in Unterföhring und Freimann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Bayerische Rundfunk, das ZDF, Herr Schächter, aber auch die vielen privaten Rundfunkunternehmen sind für uns seit Jahren wichtige Arbeit und Auftraggeber mit vielen tausend Beschäftigten direkt und indirekt. Und dazu kommen die zahlreichen, oft mit Weltgeltung ausgestatteten, unabhängigen kleinen Produzenten, die diesen Standort verstärken und bereichern. Und ich darf Ihnen sagen, das soll und das wird auch so bleiben. Wir werden jedenfalls alles dafür tun. Und deshalb haben wir im Zusammenhang mit der letzten Änderung des Rundfunkstaatsvertrages ein Signal für ein faires Miteinander von Produzenten und öffentlich-rechtlichem Rundfunk gesetzt. Ich glaube, das Zusammenwirken und gegenseitige Anregen sind eben Garanten einer positiven Entwicklung eines Medienstandortes insgesamt. Dies hat mir der erwähnte Besuch auf dem Bavaria-Gelände sehr eindrücklich vor Augen geführt. Es war keiner dieser Stop-and-Go-Besuche, sondern mehrere Stunden. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Autor, Regisseur und Schauspieler, die perfekte technische Umsetzung und im virtuellen Dreh die Postproduktion
Da sind Grenzen zwischen technischer Umsetzung und kreativem Beitrag gesetzt und überschritten worden. Positiv. Die Gestaltung der Filmwelt, und darauf legen wir auch Wert, ist ganz nahe an der Entwicklung der Computerspiele, dieser ganzen Branche, zu der wir uns auch ausdrücklich bekennen. Das Videospiel ist nach unserer Auffassung der kleine Bruder des Films, und hier liegt ein erhebliches Potenzial für die künftige Entwicklung. Die Spieleindustrie gehört seit Jahren zu den Wachstumsbranchen, auch bei uns, sei es auf Trägermedien oder immer mehr als Online-Spiele. Das Engagement der bayerischen Staatsregierung geht auf die Förderung hochwertiger Spiele, technisch und vor allem inhaltlich. Die Annäherung von Film- und Gamesmarkt hat ja erst gerade begonnen. Und die Einladung von Staatsminister Schneider an die Gamesbranche nach Montreal war ein Zeichen und weiterführender Impuls für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Die Stabilität des Medienstandortes München und des Medienlandes Bayern macht aus, dass es neben dem audiovisuellen Bereich noch zahlreiche andere bedeutende Medienunternehmen gibt. Von A wie den Agenturen bis Z wie Zeitungsverlag reicht die Palette. Und alle diese Unternehmen tragen zum Erfolg des Standortes bei. Das gilt auch für die in Bayern ansässigen Unternehmen, die im Bereich Infrastruktur und Dienstleistung Impulse setzen, wie zum Beispiel Astra und Kabel Deutschland. Die Bedeutung der Infrastruktur für eine erfolgreiche Medienwirtschaft, das muss ich Ihnen nicht sagen, ist hoch. Deshalb wird diesem Thema zu Recht ein eigener Gipfel im Rahmen dieser Medientage gewidmet. Attraktive Inhalte und optimale Verbreitung sind Geschwister in der medialen Erfolgsfamilie. Und weil wir um diese Zusammenhänge wissen, hat sich die Bayerische Staatsregierung stets intensiv für neue Übertragungstechniken eingesetzt. Das galt in den 80er Jahren für das Kabelfernsehen, seit 2000 für die Digitalisierung des Rundfunks und heute für den Ausbau der Breitbandversorgung. Am Ende, das ist unser Ziel, sollen die weißen Flecken geschlossen werden. Naturräumlich hier in Bayern nicht ganz einfach. Wir wollen unter allen Umständen auch den ländlichen Raum so erschließen, dass die neuen kommunikativen und geschäftlichen Möglichkeiten nutzbar werden. Die Breitbandförderung der Bayerischen Staatsregierung leistet hier hervorragende Arbeit. Wir würden gerne mehr machen, aber oft setzt die EU Schranken, die wir auch in Bayern nicht durchbrechen können. Wir haben das Thema Breitbandförderung gestern im Bayerischen Kabinett behandelt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser großes Ziel, das ich vor 2 Jahren in meiner Regierungserklärung ausgerufen habe, nämlich bereits im nächsten Jahr die weißen Flecken in Bayern schließen zu können, was nicht einfach ist, wenn Sie nur an manche Alpenschluchten und naturräumlich schwierige Gebiete denken, dass wir dieses Ziel erreichen können. Übrigens auch durch die Maßnahme der Versteigerung der Frequenzen. Ich denke, das werden wir im Jahre 2011 erreicht haben, dass Bayern in dieser Breitbandversorgung geschlossen versorgt ist. Ein unverzichtbares Element ist in diesem Zusammenhang die digitale Dividende. Die Umwidmung von terrestrischen Frequenzen für eine Breitbandversorgung im ländlichen Raum kann wirtschaftlich nicht durch eine andere Technologie ersetzt werden. Zum 31. Oktober 2010 werden die Kanäle geräumt sein und es steht die Zusage der Unternehmen für einen zügigen Ausbau. Unbefriedigend, und das sage ich bei aller Barmherzigkeit an die Adresse des Bundes, ist der noch nicht erfolgte finanzielle Ausgleich für diejenigen, die nachteilig vom Frequenzwechsel betroffen sind. Der Versteigerungserlös in Milliardenhöhe gäbe dem Bund jetzt die notwendigen Spielräume für eine großzügige, unbürokratische Lösung. Und vor allem die Nutzer von Drahtlosmikrofonen und Übertragungstechnik warten auf eine entsprechende Zusage. Ich bin gemeinsam mit meiner Staatsregierung nicht gewillt, Kultureinrichtungen, Kirchen und andere auf ihren umstellungsbedingten Kosten sitzen zu lassen. Und das gilt noch mehr für verlässliche Aussagen
zum Störverhalten. Immerhin soll die LTE-Technik bereits 2011 starten. Lieber Herr Professor Ring, das Bekenntnis zur Breitbandversorgung ist keine Absage an den terrestrischen Rundfunk. Im Gegenteil, Rundfunk, die Ausstrahlung einer an viele, hat an Modernität nichts verloren und bleibt der zeitgemäße und kostengünstigste Weg für die Massenkommunikation in unserer mobilen Gesellschaft. Um diese technische Versorgung zu sichern, braucht der nationale Gesetzgeber allerdings auch Spielräume. Und das setzt der europäischen Harmonisierung Grenzen. Meine Regierung wird sich mit Staatsminister Schneider als Europabeauftragten der Rundfunkkommission der Länder in Brüssel für den Erhalt einer nationalen Frequenzpolitik und eine Absicherung des Rundfunkspektrums einsetzen. Eine digitale Dividende 2 darf nicht zulasten der Entwicklungsperspektiven des Rundfunks gehen. Ich hatte letzten Freitag ein Gespräch mit dem deutschen Kommissar Oettinger, der mir doch den nachdrücklichen Wunsch zugetragen hat, dass Deutschland bei diesen und bei anderen Fragen stärker darauf hinwirken sollte, dass man in Brüssel weiß, welche Linie verfolgt wird. Er hat die Sorge im Herzen, dass vielleicht andere Länder in der Zeit, in der wir unsere Linie suchen, bereits die Mehrheiten zusammenzimmern, um für ihre Vorstellungen Mehrheiten zu bekommen. Und das ist natürlich ein Alarmsignal. Und deshalb glaube ich, sollten wir auch in diesen Punkten sehr dafür sorgen, dass in Brüssel unmissverständlich unsere Haltung klar ist, damit auch wir dann Mehrheiten für unsere klare Haltung organisieren können. Herr Professor Ring hat darauf hingewiesen, dass wir uns in Deutschland, ich hoffe wir alle, über eine positive wirtschaftliche Entwicklung freuen, obwohl man gelegentlich Bedenken haben könnte, wie viele noch geschmerzt und gebeugt und pessimistisch die Dinge kommentieren und begleiten. Ich denke, neben den Anstrengungen der deutschen Wirtschaft schlechthin, und die waren zentral dafür, dass wir sowas wie ein kleines Wirtschaftswunder erleben durften. Wenn ich zurückdenke an meinen Amtsantritt vor 2 Jahren, als die bayerischen Flaggschiffe Siemens, Audi, BMW von der Bayerischen Landesbank ganz zu schweigen bei mir auftraten und angedeutet haben, hier kommt etwas Schlimmes auf uns zu. Bei der Landesbank war es dann sehr schnell, bei den anderen hat es etwas länger gedauert. Und wenn ich mir denke, 5% Schrumpfen des Sozialprodukts, zurückerinnere an meine Jugendzeit in den 70er Jahren, als die deutsche Wirtschaft um ganze 0,9% zurückging. Das war die Ölkrise damals, das war bis jetzt in diese Jahre die tiefste Wirtschaftskrise der Bundesrepublik Deutschland. 0,9% Schrumpfen des Sozialprodukts in den 70er Jahren, 5% in diesem Jahr mit besonderer Betroffenheit von exportabhängigen Ländern innerhalb Deutschlands wie Bayern und Baden-Württemberg. Wir erwirtschaften die Hälfte unseres Sozialprodukts im Ausland und deshalb eine besondere Betroffenheit. Und deshalb danke an alle in der Wirtschaft. Ich glaube, das war ein Musterbeispiel, wie man partnerschaftlich eine tiefe Krise überwindet. Darf aber schon darauf hinweisen, nachdem dieser Mut darauf hinzuweisen nicht ausgeprägt ist, dass es schon auch etwas mit politischen Maßnahmen zu tun hatte. Der jetzigen Regierung, wenn ich denke an die Festigung der Geldwertstabilität, das war eine hoch umstrittene Angelegenheit. Ob wir diesen Rettungsschirm über Europa spannen, gepaart mit tiefen und strukturellen Maßnahmen in Griechenland und anderswo, unseren Euro zu stabilisieren. Das war umstritten, aber es war sehr wirksam und erfolgreich. Das war ohne Zweifel auch auf politische Entscheidungen zurückzuführen, wie ich glaube, dass auch die Konjunkturprogramme, die aufgelegt wurden in den letzten 2, 3 Jahren, ihre Wirkung, ihre positive Wirkung für die Arbeitsplätze, für das Wachstum nicht verfehlt haben. Insgesamt denke ich, war Deutschland hier vorbildlich. Ich kenne kein anderes europäisches Land, und es gilt jetzt im Vergleich für ganz Deutschland, das besser aus dieser Krise herausgekommen wäre als die Bundesrepublik Deutschland.
Und das hat mit Ihnen zu tun, mit der Wirtschaft insgesamt, aber auch mit politischen Maßnahmen. Ich sage das deshalb, weil ja manche der Auffassung sind, das hätte auch ohne Politik stattgefunden. Und deshalb betrachte ich auch mit großer Freude, Herr Professor Ring, dass auch der Medienmarkt von dieser Erholung profitiert. Nicht zuletzt wegen der von Ihnen angesprochenen wieder fließenden Werbegelder. Und deshalb darf ich einige auch nennen. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich Pro7Sat1 gut vorentwickelt. Das belegt schon der Anstieg des Aktienkurses. Hier hat man aus eigener Kraft viel geschafft. Der Neubau von Sky ist ein steingewordenes Bekenntnis zum Standort hier und für das Zutrauen in einen deutschen Pay-TV-Markt. Die Konstantin startet nach der Neuorganisation durch und Sport1 ist ein gefragter Partner für Sportproduktionen. Herr Gläuber expandiert mit seiner Gruppe. HSE hat nach dem Verkauf seine Position im Home-Shopping-Segment gesichert und baut auch weiter aus. Und hinzu kommen viele kleinere Sender, die gekonnt die Nischen besetzen und für Vielfalt im regionalen wie überregionalen Markt sorgen. Und diese Entwicklung werden wir, soweit es in unserer Macht steht, hier in Bayern weiter befördern. Der zweite Grundgedanke, meine Damen und Herren, der bayerische Medienstandort zeichnet sich durch Kontinuität aus. Meine Medienpolitik steht in der Tradition von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Da gibt es keinen Bruch und Kennzeichen dieser Politik war, ist und bleibt eine dreifache Dualität. Tradition und Innovation, Roman Herzog hätte gesagt Laptop und Lederhose, kulturelle Leistung und kommerzielle Chancen, internationale Ausrichtung und lokale Verwurzelung. Und dazu passt auch, dass sich Bayern immer für ein funktionierendes Nebeneinander des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks eingesetzt hat. Das Gleichgewicht zwischen den Systempfeilern zu wahren, ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben uns wieder die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor Augen geführt und nicht zuletzt in der Debatte um N24 wurden die wirtschaftlichen Zwänge deutlich, der ein privates Rundfunkunternehmen ausgesetzt ist. Ich denke, es wurde in dieser Richtung eine gute Lösung gefunden. In der Verantwortung für das duale System muss die Medienpolitik dafür sorgen, dass auch Nachrichten und Informationen in Privatsendern Programmbestandteil bleiben, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Aber auch der öffentliche, rechtliche Rundfunk muss intensiver versuchen, junge Menschen nicht nur mit Unterhaltung, sondern auch mit Nachrichten und Informationen zeitgemäßen Stils zu erreichen. Wir werden als Ministerpräsidenten in der nächsten Woche auf unserer Jahreskonferenz den Entwurf für den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zur Anhörung für die Landtage in Deutschland freigeben. Mir war unbekannt, dass diesen Rundfunkstaatsvertrag die öffentlich-rechtlichen Sender selbst, Herr Professor Ring, ausgehandelt haben. Ich dachte immer noch, das haben die Staatskanzleien und die Ministerpräsidenten getan. Im Gegenzug erwarten wir natürlich jetzt von den Sendern nachhaltige Reformen und eine klare Ausrichtung am Grundversorgungsauftrag. Denn ein Grund für die schwindende Akzeptanz der Gebühren in der Bevölkerung liegt auch in der Konturlosigkeit mancher Angebote oder ihrer Belanglosigkeit. Auch das muss man offen aussprechen. Ich darf hier sagen, obwohl ja Ministerpräsidentenkonferenz ähnlich vertraulich sind wie Vermittlungsausschüsse zwischen Bundestag und Bundesrat, dass es innerhalb der Ministerpräsidenten eine sehr, sehr starke Neigung gibt, an der Gebühren oder wie es jetzt dann heißt, der Beitragsstabilität festzuhalten. Deshalb wurde ja auch eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis nächste Woche ihre Vorschläge machen soll, die sich auch etwas mit der Werbung in öffentlich-rechtlichen Sendern beschäftigen wird. Und wir werden sehr darauf achten, dass in der nächsten Woche das in den letzten Tagen hochgekommene Thema einer überproportionalen Belastung gerade mittelständischer Unternehmen richtig beachtet wird.
nicht in der Weise, dass man für alle Zeit eine Unterfinanzierung über diesen Bereich festschreibt, sondern dass man hier faire und gerechte Lösungen findet, wenn irgendwie möglich, Professor Lenz, auch gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft. Aber ich halte den Rundfunkstaatsvertrag in seinen Kernelementen, wie er jetzt vorliegt und ausgearbeitet wurde, für sehr, sehr tragfähig und auch zukunftsorientiert. Und ich werde gegenüber dem Bayerischen Landtag alles tun, damit er dort auch heuer, lieber Herr Fraktionsvorsitzender Schmidt, ratifiziert wird. Die Chance des öffentlichen Rundfunks, das wissen Sie alle, liegt nicht so sehr in der Quantität, sondern in der Qualität. Deshalb begrüße ich die Diskussion in der ARD zur Reduktion digitaler Zusatzkanäle im Fernsehen und intensiverer Zusammenarbeit bei Hörfunkprogrammen. Ich bin auch der Meinung, dass die Werbefreiheit ein weiteres Qualitätsmerkmal sein könnte und so vielleicht sogar müsste. Eine Entscheidung steht hier an, wenn das neue Beitragssystem etabliert ist. Wir sollten jetzt nicht alles durcheinanderwürfeln, sonst stellen wir den Rundfunkstaatsvertrag selbst wieder zur Disposition. Aber wir sollten uns danach über diese Thematik vertieft unterhalten. Die Umstellung soll jetzt aber nicht zu viele Unwägbarkeiten auslösen und durch zu viele Unwägbarkeiten belastet werden. Im Internet muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Rolle erst noch finden. Das gilt zum einen im Interesse der Beitragszahler. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hat in einem grenzenlosen Medium besondere Wichtigkeit. Umfassende Mediatheken sind nicht ohne weiteres zu finanzieren. Weltweite Rechte kosten Geld. Und das Ziel muss nach meiner Überzeugung sein, den deutschen Beitragszahlern ein Optimum zukommen zu lassen. Und vielleicht ist der Weg der BBC richtig, bestimmte Internetangebote für eine nationale Nutzung zu reservieren. Das muss möglicherweise auch für die Satellitenausstrahlung von Sportgroßereignissen geprüft werden, um die Rechtekosten zu senken. Und auch im Verhältnis zu Konkurrenten im Netz muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Alleinstellungsmerkmal noch herausarbeiten. Die gesicherte Finanzierung darf nicht dazu verleiten, allen und jedem Konkurrenz zu machen. Vielleicht bietet sich nach Abschluss der 3-Stufentests in einer weniger aufgeheizten Atmosphäre eine Basis für weiterführende Gespräche zum Ausgleich der Interessen, zum Beispiel von Internetpresse und Internetrundfunk. Tradition und Innovation, ich sagte es, sind die Treiber der erfolgreichen bayerischen Medienpolitik. Und ein Anliegen bayerischer Medienpolitik war es immer, für neue Ideen und Unternehmen Raum zu schaffen. Dadurch sollten aber nicht bestehende Unternehmungen verdrängt werden. In dieser Tradition steht mein Einsatz für eine geordnete Fortentwicklung unseres ältesten Massenmediums, der Zeitung, der Zeitschriften, im neuen Verbreitungsweg Internet. Ich schätze die Funktion eines verantwortlich handelnden Verlegers für den funktionierenden Meinungsmarkt sehr, sehr hoch ein. Und erst das Zusammenspiel von Journalist und Verleger ermöglicht flächendeckende Berichterstattung. Weder Blogger noch soziale Netzwerke können dies wirklich ersetzen. Ich halte allerdings nichts von staatlichen Subventionen für Presseunternehmen, wie es auch gelegentlich diskutiert wird. Nicht nur, weil das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts dem entgegensteht. Wir wollen jetzt zum 7. Mal hintereinander als Bayern für die Jahre 2011 und 2012 einen Haushalt ohne einen Euro Neuverschuldung vorlegen. Das wäre nicht mein Motiv gegen staatliche Subventionen für Presseunternehmen. Nein, meine Damen und Herren, das Gerede von einer Kultur-Flatrate ist eigentlich Etikettenschwindel. Theater, Museen und Film kann man fördern, muss man fördern, aber wer als Verleger auf staatliche Unterstützung sind, glaube ich, ist auf dem Irrweg. Besser als staatliche Hilfen sind Marktbedingungen, die eine Refinanzierung auch in Zukunft erlauben. Dabei kann es nicht um Marktabschottung gehen, sondern um gerechte Verteilung der Erlöse. Und deshalb müssen wir die Debatte mit dem öffentlichen Rundfunk, aber auch um Urheberrechte und Leistungsschutzrechte führen, um gemeinsam gegen die Gratismentalität im Netz anzugehen.
Dies ist, sage ich nochmal ausdrücklich, auch im Koalitionsvertrag in Berlin vereinbart, die Leistungsschutzrechte zu lösen. Ich bin der Auffassung, man sollte sich hier nicht hinter Europa verschanzen, sondern man sollte national die Dinge vorantreiben, sonst hätten wir dies im Koalitionsvertrag nicht formulieren müssen. Und ich glaube, nachdem schon mancher Bestandteil des Koalitionsvertrages nicht oder nicht rechtzeitig angegangen wurde, wir sollten uns es in diesem Thema nicht auch noch leisten, es einfach einzuschläfern oder schleichend zu beerdigen. Das rechtzeitige Erspüren und Gestalten technologischer Entwicklungen war immer unser Markenzeichen. Wir wollen nicht nachlassen mit dem Bemühen um die Technikführerschaft. Deshalb ist es auch richtig, hochauflösendes und dreidimensionales Fernsehen und digitales Radio zu unterstützen. Nur der Vorsprung an Innovation sichert unsere Stärke als Wirtschaftsnation. Wenn ich eingangs davon gesprochen habe, dass wir Bayern ein Fünf-Sterne-Land sind, dann gibt es dafür etliche Ursachen. Aber zwei Ursachen, die oft jetzt verdrängt werden in der aktuellen politischen Diskussion, waren maßgeblich. Das war die Neuorientierung in der Energiepolitik in den 60er Jahren in Bayern, hin zu Raffinerien, zu Pipelines, zur Kernkraft. Und das Zweite war die Weltoffenheit, gerade was Innovationen betrifft. Dafür ist Bayern sprichwörtlich geworden. Wir sind nicht diejenigen, die viele in uns vermuten, so die Eigenbrötler, die sich hinter ihren eigenen Grenzen verschanzen und die Wälder und die Äcker bepflügen, sondern Bayern ist ein weltoffenes Land. Und wir pflegen wir dürfen zwar keine Außenpolitik machen nach dem Grundgesetz, aber keiner meiner Vorgänger hat sich daran gehalten. Ich habe auch nicht die Absicht, das zu tun. Wir haben 22 Auslandsrepräsentanzen. Wir haben mit 7 Partnerregionen in 4 Kontinenten von Quebec, Kanada über Sao Paulo, Südamerika bis Südafrika, über China, ganz, ganz intensive Kontakte, weil wir diese Regionen für sehr dynamisch und innovativ betrachten. Und wo immer ich hinkomme, die bayerischen Unternehmen sind längst da. Und das ist der Grund für diese Entwicklung und Bayerns. Und deshalb wollen wir auch die Technikführerschaft behalten, obwohl wir einen zunehmend härteren Wettbewerb, auch mit anderen Bundesländern anspruchsvollen Wettbewerb, ausgesetzt sind. Gerade wenn ich an unsere unmittelbaren Nachbarn denke, an die Sachsen, die uns schon gewaltig fordern und die uns manchmal sogar bei Teilelementen der Bildungspolitik den ersten Platz streitig machen. Wir müssen also für neue Entwicklungen auch künftig offen sein. Das ist nämlich die eigentliche Grundlage für Wohlstand und für soziale Sicherheit. Und meine Damen und Herren, das gilt auch für den Umgang mit dem Internet. Ich gehöre einer Generation an, der dies ja nicht ohne weiteres zugeschrieben wird. Aber meine Damen und Herren, ich bin ein eifriger Nutzer. Und deshalb kann ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen, die wir gerne in der Diskussion vertiefen können, sagen, dass wir den Umgang mit diesem Medium, dass ich glaube, dass dies eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Zukunftsaufgaben sein wird. Und dass wir hier insbesondere auch in diesem Zusammenhang die Medienkompetenz in Deutschland verbessern müssen. Das heißt, der Fähigkeit zum kundigen und kritischen Gebrauch der Medien, das beginnt bei uns schon in der Schule. Und deshalb haben wir auch die Initiative zu einem sogenannten Medienführerschein ergriffen, damit auch die Medienkompetenz bei den jungen Menschen bereits nachweislich etabliert wird. Ich sage ein Letztes zur Medienpolitik und einem wachsamen Staat. Das Internet hat bereits begonnen, unser Denken und Verhalten zu ändern. Das ist bekannt. Wir müssen mit unserer Medienpolitik dieses berücksichtigen. Und ich möchte hier deutlich sagen, dass für uns unverzichtbar bleibt. Sie werden es mit Ilse Aigner ja diskutieren und mit der Bundesjustizministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Verbraucher, Jugend und Datenschutz. Da geht es um Werte, die wir nicht zur Disposition stellen wollen, die Integrität, die Würde und die Selbstbestimmung des Menschen. Und ich weiß, viele sehen im Internet die große Freiheit.
wenn ich von meiner Partei sprechen darf, die Hälfte der Stimmen bei der letzten Wahl, die wir verloren haben, haben wir an die Piraten verloren. An junge Menschen, deren Namen mir, das meine ich jetzt nicht despektierlich, unbekannt ist, aber die als Bewegung, als junge Piraten, sich in der Bevölkerung offensichtlich viel Zustimmung erworben haben. Und Sie wissen alle, dass diese jungen Piraten sich einen nahezu rechtsfreien Raum wünschen im Internet, nach dem Motto, alles geht, wie einst im Wilden Westen. Aber das ist nicht unsere Auffassung von einer wertorientierten Medienpolitik. Liberalisierung ist möglich, muss aber ihre Grenzen anerkennen. Auch hier gilt, die Grenze der Freiheit ist die Verantwortung. Der Markterfolg hat nicht immer Vorfahrt. Die Medien sind nicht nur dem kommerziellen Erfolg verpflichtet. In den vergangenen Monaten führten wir zum Beispiel eine heftige Diskussion zum Projekt Street View von Google und den notwendigen Schutz der Individualsphäre. Das gilt übrigens ebenso für die Sammelwut verschiedener Unternehmen in Bezug auf persönliche Daten. Der große Bruder erregt die Gemüter zurecht. Ich habe großes Verständnis für die Protestierenden und das Gefühl der Ohnmacht angesichts der Marktmacht der Beteiligten. Aufgabe der Politik ist es, für den Bürger ein Gegengewicht zu diesen internationalen Großbestrebungen zu schaffen. Deshalb brauchen wir medienübergreifende Standards. Ich will das am Beispiel des Jugendschutzes zeigen. Mit der Novelle zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag haben wir uns außerordentlich geplagt. Ich muss ihn heute mehrfach immer lesen, um ihn zu verstehen, weil unterschiedliche Ausgangspositionen zusammenzubringen waren. Manche Internetnutzer fühlen sich selbst durch geringe Eingriffe in ihrer digitalen Freiheit unzulässig beschränkt. Manches, was uns an Schutzniveau bei Trägermedien oder im Fernsehen vertraut ist, funktioniert ebenso ohne weiteres im Internet nicht. Aber es gibt keine Alternative zu diesen schwierigen Abstimmungen und am Ende müssen wir auch Lösungen und Kompromisse finden. Selbst bei schwieriger technischer Umsetzung dürfen wir bei der Durchsetzung unserer Ziele im Jugendschutz nicht nachlassen. Wenn der Staatsvertrag zum 1. Januar 2011 in Kraft tritt, setze ich darauf, dass die Marktteilnehmer auch in dieser Beziehung, ja, ich bin ziemlich sicher, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und sie auch ernst nehmen. Der Staat muss seiner Verantwortung durch eine funktionierende Aufsicht gerecht werden. Auch hier sollte zusammenwachsen, was zusammengehört. Medienaufsicht heute verlangt medienübergreifend einheitliche Maßstäbe. Die Trennung in Offline-Medien und Online-Medien ist möglicherweise nicht mehr zeitgemäß. Mit der Zentralisierung durch die Einrichtung von Kommissionen der Landesmedienanstalten hat die Medienpolitik im Online-Bereich bereits den Weg gewiesen zu einer Verschlankung der Strukturen unter Beibehalt der Länderverantwortlichkeit. Ich kann den Vorstellungen der noch größeren Oppositionspartei in Berlin hinsichtlich einer Medienanstalt der Länder jedoch eine klare Absage erteilen, das wollen wir nicht. Wir setzen weiter auf eine starke und aktive BLM. Deren Aufgabeschwerpunkte werden sich verlagern, entsprechend der von mir geschilderten neuen Herausforderungen und Entwicklungen. Und Fragen der Zulassung und Technik standen am Beginn der erfolgreichen Arbeit in den 80er und 90er Jahren. Jetzt geht es um die Förderung und Organisation des regionalen und lokalen Rundfunks, den Ausbau der Aktivität im Bereich der Medienkompetenz, das halte ich für ganz wichtig, wozu selbstverständlich Kompetenz im Jugendschutz gehört. Und zudem soll die BLM künftig verstärkt den Rahmen bieten für die Zusammenarbeit am Medienstandort zur Unterstützung der Projekte im Mediencluster. Regulatorische Rahmenbedingungen, das ist ein deutsches Urproblem, meine Damen und Herren, braucht Augenmaß. Nicht die Grenzziehung als solche ist das Problem, sondern die jeweilige Ausgestaltung. Lassen Sie mich das an einem letzten konkreten Beispiel erläutern. Das Verbot von Alkoholwerbung, die sich an Kinder richtet, ist eindeutig, gerechtfertigt und, wie ich meine, auch breit gesellschaftlich akzeptiert.
Das Ziel der gesunden Ernährung unserer Kinder ist auch unstreitig. Aber die Wirksamkeit von Werbeverboten in diesem Bereich ist mehr als zweifelhaft. Das sage ich auch als früherer Bundesgesundheitsminister. Hier kommt es nämlich vor allem auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch an und der Verhinderung von Missbrauch. Da gibt es Abgrenzungsschwierigkeiten und Akzeptanzprobleme. Und das Problem Übergewicht bei Kindern löst man nicht mit einem Werbeverbot. Das sollte auch die Europäische Union beherzigen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass bestehende Kommissare unbedingt auch Aufgaben wollen, sie wie ein Magnet an sich ziehen, um Dinge, die noch nicht geregelt sind, den letzten Winkel auszuleuchten, was könnte man noch neu regeln. Hier poche ich ganz besonders auf den Grundsatz der Subsidiarität und werde mich in Brüssel gemeinsam mit meinem Kabinett für einen ausreichenden Handlungsspielraum des nationalen Gesetzgebers einsetzen, auch bei der notwendigen Weiterentwicklung der Richtlinie für audiovisuelle Dienste. Richtig ist allerdings, dass der nationale Gesetzgeber in seinem Wirken im Internet beschränkt ist. Aufgrund der internationalen Herkunft der Anbieter, der Schnelligkeit des Austauschs und auch der Flüchtigkeit des Angebots. Hier brauchen wir klare internationale Regeln und wirksame Absprachen für den Vollzug. Ich nenne als Beispiel den effektiven Schutz unserer Kinder und Jugendlichen durch die Möglichkeit, Internetseiten zu sperren oder zu löschen. Und auch wenn manche in Deutschland anderer Meinung sind, dies ist international ein wichtiges Anliegen. Fehlende Koordination oder Technik ist keine Legitimation für die Gefährdung unserer Kinder. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, gespürt, ein weiter Bogen ist gespannt. Stoff für eine lebendige Diskussion, wie ich meine, ist genügend zur Verfügung, Herr Marquardt. Zunächst hören wir aber noch Herrn Matthias Döpfner mit seiner Keynote. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben hier zu den Münchner Medientagen. Das Thema ist sehr gut gewählt, Werte der Medien in der digitalen Welt. Das meint die inneren Werte, inhaltlichen Werte, ideellen Werte, genauso wie die materiellen Werte, den Wert, vielleicht auch den Preis der Medien. Und das Ganze erinnert mich an eine Geschichte von einem Ministerpräsidenten eines großen deutschen Bundeslandes. Herr Seehofer, Sie sind ausdrücklich nicht gemeint. Aber der Ministerpräsident sucht für seine Flugbereitschaft einen neuen Piloten. Und natürlich muss dieser Pilot ganz besonders klug und smart sein. Und deswegen entschließt man sich, dass dieser Pilot eine Zusatzqualifikation braucht. Er muss also neben der Pilotenausbildung auch einen anderen Beruf ausgeübt haben. Und am Ende eines großen Bewerbungsprozesses, an dem viele hundert Bewerber aus ganz Deutschland teilnehmen, qualifizieren sich drei Kandidaten aus drei Branchen. Der eine hat früher als Zeitungsverleger gearbeitet. Der andere ist in einer leitenden Position bei einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt tätig. Und der dritte ist ein Manager eines Online-Unternehmens, sagen wir mal einer Suchmaschine. So, und man entschließt sich also jedem dieser Finalisten zum Abschluss, bevor die Entscheidung fällt, die drei gleichen Fragen zu stellen. Und der Ministerpräsident beginnt mit dem Zeitungsverleger und fragt ihn, wie viele Flugstunden haben Sie? Und der Zeitungsverleger sagt, 1000 Flugstunden. Sagt er, aha, 1000 Flugstunden, gut. Und was wollen Sie mit dem Geld machen? Und da sagt der Verleger, ja, also ein Drittel für mich, ein Drittel für meine Frau und ein Drittel auf die hohe Kante. Gut, denkt der Ministerpräsident, solider Mann. Fragt als nächstes den Menschen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, wie viele Flugstunden haben Sie? Sagt er, ja, 500 Flugstunden. Okay, und wie viel wollen Sie verdienen? Sagt er, also 200.000 Euro müssen schon sein, aha, nur 500 Flugstunden und trotzdem 200.000 Euro, gut. Und was wollen Sie mit dem Geld machen? Sagt er, ja, also ein Drittel für mich, ein Drittel für meine Freundin und ein Drittel in Aktien. Gut, okay. Zum Schluss kommt der Online-Manager und der Ministerpräsident fragt, wie viele Flugstunden haben Sie? Sagt er, 5 Flugstunden. Wie bitte, 5 Flugstunden? Und was wollen Sie verdienen? Ja, sagt er, also 300.000 Euro müssen es mindestens sein. Wie bitte, 5 Flugstunden, 300.000 Euro und was wollen Sie mit dem Geld machen? Sagt er, ist doch ganz einfach. Ein Drittel für dich, ein Drittel für mich und für den Rest lassen wir den Verleger fliegen.
Meine Damen und Herren, während Sie jetzt über den tieferen Sinn dieser Anekdote nachdenken, möchte ich der Branche ein wenig Zuversicht geben. Wir befinden uns am Beginn einer großen Evolution und Revolution und Veränderung der Digitalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, die vier wichtigsten Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte sind die Entwicklung der Sprache, der Schrift, der Druckkunst und der Digitalisierung. Es ist nicht das Rad oder das Auto oder gar das Schießpulver oder die Pistole. Nein, die Sprache war zuerst das, was überhaupt menschliches Bewusstsein und menschliche Zivilisation ermöglicht hat. Die Schrift hat es erst ermöglicht, Wissen weiterzugeben. Die Druckkunst hat es ermöglicht, Wissen, Zivilisation, kulturelle Erfahrungen einem Massenpublikum zukommen zu lassen. Und die Digitalisierung, an deren Beginn wir jetzt stehen, wir wissen es noch gar nicht genau, was die Errungenschaften der Digitalisierung sein werden. Wir ahnen aber, dass es gravierende Veränderungen sein werden, dass es in vielen Bereichen des Lebens neue Formen der Kommunikation und auch durchaus neue Formen zivilisatorischer Entwicklungen hervorbringen wird. Eine großartige Sache und für uns alle, die wir in der Medienbranche arbeiten, eigentlich ein großes Geschenk, am Beginn einer so historischen Entwicklung arbeiten zu können, diese Entwicklung mitgestalten zu können und von dieser Entwicklung profitieren zu können. Denn ich bin sicher, dass wir mit dieser Entwicklung der Digitalisierung für unsere Branche, für das, was wir tun, für ein inhaltegebundenes Geschäft wesentlich mehr Chancen als Risiken haben. Dennoch, viele Vertreter der analogen Medien aus dem Free-TV, aber vor allen Dingen aus der Zeitungs- und Zeitschriftenverlagsbranche haben einen gewissen Hang zum Masochismus und sprechen gerne schlecht über die eigene Branche und die Zukunftsaussichten der eigenen Branche. Sicher sind viele Sorgen auch berechtigt, aber ich glaube doch, dass wir, wenn wir uns zurückerinnern, vor 400 Jahren ist die Zeitung entstanden, die begann auch mit einer Krise, als Johann Carolus in Straßburg die erste Zeitung gründete, begann es gleich mit einer Urheberrechtskrise. Er beklagte sich über die Kopisten und trotzdem ist ja irgendwie noch was draus geworden aus der Zeitung. Also wir haben vielleicht mehr Grund, optimistisch zu sein, trotz der Auflagenschrumpfungen, trotz der rückläufigen Anzeigenerlöse, trotz der Tatsache, dass in Amerika mittlerweile ganze Regionen ohne regionale Tageszeitung sind. Und ich finde auch gerade trotz der Prognose, die gestern von PwC getroffen worden ist, dass im Jahr 2011 schon in Deutschland die Online-Werbung Fernsehen und Zeitungswerbung überholen wird. Wir wissen alle nicht, ob es eintrifft. Vielleicht ist es noch nicht 2011, sondern erst 2012 oder 2013. Aber der Trend scheint ziemlich klar und unaufhaltsam. Und die Frage ist das eigentlich eine schlechte Nachricht oder ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht? Wenn wir uns andere Branchen angucken, dann gibt es zumindest eine gewisse Orientierung, dass man, wenn man es richtig macht, auch von solchen Entwicklungen profitieren kann. Die amerikanischen Filmstudios, die vor 20 Jahren das Aufkommen der Videokassette und dann das Aufkommen der DVD mit großer Skepsis gesehen haben und gesagt haben, das wird das Ende des Kinos sein. Die Leute werden nicht mehr ins Kino gehen, damit wird es auch keine großen Filmproduktionen mehr geben können. Diese Filmstudios sind heute pleite oder übernommen worden. Die Filmstudios, die gesagt haben, Moment, die Leute werden immer noch ins Kino gehen, große Filme, interessante, fiktionale Stoffe werden immer noch ein Massenpublikum erreichen. Lass uns neue Vertriebskanäle erschließen, lass uns selber die DVD als neuen Vertriebskanal, als neues zusätzliches Geschäft erobern. Diese Studios haben heute doppelt so hohe, dreifach so hohe Umsätze und Ergebnisse. Und ein anderes Beispiel ist Nintendo. Nintendo, Sie wissen, Game Boy und Wii. Was würden Sie schätzen, wie alt die Firma Nintendo ist? Also, weiß nicht, viele sagen so 10, 20 Jahre, 30 Jahre. 120 Jahre. Die Firma Nintendo ist 120 Jahre alt und die Firma Nintendo hat über Jahrzehnte erfolgreich das Geschäft des Spielkartenbedruckens betrieben. Nintendo hat Spielkarten produziert. Und dann kam irgendwann das Computerspiel, die Digitalisierung und Nintendo fragte sich, was ist jetzt eigentlich unser Geschäft? Ist das Geschäft Bedrucken von Karten oder ist das Geschäft Spielen und Unterhaltung? Sie haben sich für Letzteres entschieden, Sie haben den Game Boy erfunden.
Sie haben die Wii erfunden mit Marktanteilen von 40 beim Game Boy 75% zeitweise. Ein Riesenerfolg, ein Weltunternehmen, das aus der Digitalisierung heraus profitiert hat. Ich glaube, ähnlich kann es auch unserer Branche, kann es auch den Inhalteproduzenten aus der analogen Welt gehen, wenn wir unser Geschäft als ein kombiniertes Reichweitengeschäft verstehen. Wenn wir nicht sagen, wir verteidigen den einen Vertriebskanal gegen den anderen, wir eröffnen eine Front analoges Fernsehen gegen digitale Angebote, Printmedien gegen Online-Medien, sondern wenn wir sagen, unser Geschäft ist, markengebundene Inhalte für verschiedene Zielgruppen zu erstellen und diese erfolgreich zu vermarkten. Und wenn wir das tun und tatsächlich auf diese neuen Vertriebskanäle, die hinzukommen, setzen und das als kombinierte Entwicklung einer Marke und ihrer Reichweite sehen, dann glaube ich, wird es ganz konkret, dass das, was vor uns liegt, eigentlich Wachstum bedeutet. Denn ich bin sicher, und wir sehen es ja ganz konkret, dass die Zuwächse im digitalen Bereich weit größer sind als die Rückgänge im Printgeschäft oder in den traditionellen Medien. Die traditionellen Medien, egal ob das Free-TV ist, das schon strukturell totgesagt wurde, egal ob das Zeitungen und Zeitschriften sind, die ja schon mehrfach totgesagt wurden, Bill Gates hat es ja mal fürs Jahr 2000 prognostiziert, sie leben immer noch, viele erwirtschaften immer noch außergewöhnlich hohe, fast sittenwidrige Margen. Und insofern, glaube ich, leiden wir immer noch auf hohem Niveau. Und wir sollten ganz klar sagen, Print, analoge Medien werden länger erfolgreich sein als geglaubt. Aber die Online-Entwicklung, die digitalen Kanäle, die hinzukommen, werden schneller erfolgreich, auch schneller profitabel sein können, als wir geglaubt haben. Und dann helfen uns natürlich Entscheidungen wie die der ABC, das ist sozusagen die amerikanische IVW, die gerade entschieden hat, dass in Amerika demnächst eine Cross-Media-Reichweite eingeführt wird. Das heißt, die Reichweite einer Marke aus Print und Online wird kombiniert ausgewiesen. Und wenn das nicht ein Ansporn ist, mit diesen kombinierten neuen Reichweiten auch Erfolgsgeschichten zu erzählen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich finde auch, dass vor allen Dingen das, was über die neuen mobilen Geräte auf uns zukommt, eine riesige Chance für unser Geschäft ist. Das mobile Geschäft, sozusagen all das, was sich aus dem Handy heraus entwickelt, ist für unser Geschäft eine großartige Chance. Die Wachstumsraten sind enorm, wenn wir uns vor Augen führen, dass schon heute weltweit 60% der Menschen ein Handy besitzen, dass es heute schon mehr Handyanschlüsse gibt als Festnetzanschlüsse, dass man davon ausgeht, dass bis zum Jahr 2013 auf der Welt 2 Milliarden internetfähige Smartphones aktiv sein werden, was in etwa der Anzahl von Online-Anschlüssen heute entspricht. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Prognose, die für das Jahr 2014 ein Umsatzvolumen im Bereich der mobilen Dienste, der mobilen Services prognostiziert von 94 Milliarden US-Dollar, dann zeigt das doch ein enormes Potenzial und dann zeigt das, dass wir auf diese Geräte, auf diese mobilen Geräte setzen sollten. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was sich über die Smartphones entwickelt und das, was jetzt über die Tablet-PCs hinzukommt, eine riesige Chance für uns ist, weil hier die tatsächliche Lese- oder Sehgewohnheit bedient wird, die in unserem traditionellen Geschäft erfolgsentscheidend war. Wir leben eben nicht von einer Arbeitssituation, wir leben nicht von einer Situation, in der sich jemand nach vorne lehnt, auf einer Tastatur und einem Bildschirm arbeitet, um sich Inhalte zu erschließen, Unterhaltungsinhalte oder Informationsinhalte, sondern wir leben davon, dass sich die Menschen zurücklehnen in einer entspannten Situation, etwas anschauen oder etwas lesen, etwas blättern. Das können Sie nun auf diesen Geräten. Sie können das in einer hoch aufgelösten Bildqualität. Sie können das mit einer extrem einfachen Bedienbarkeit der Geräte. Sie können das auch mit einem einfachen Bezahlmechanismus, der es erlaubt, für Angebote, die man haben will, auch zu bezahlen. Und das Ganze tun Sie in einem Umfeld oder mit Geräten, die auch eine emotionale Anziehungskraft haben, die die Menschen auf ganz irrationale Weise faszinieren, weil sie sie schön finden, weil sie sie reizvoll finden, weil sie sie haben wollen, weil sie sie anfassen wollen, weil sie dieses Blättern auf diesen Geräten schön finden. Und Emotionen sollte man nie unterschätzen. Ich glaube also tatsächlich, dass diese Geräte eine riesige Chance sind. Hier ist natürlich das iPad von Apple das Vorreitergerät, aber es ist ja nur ein Beginn. Ich glaube, wenn wir uns das iPad heute angucken, dann müssen wir das ungefähr vergleichen mit dem Handy, dem Mobiltelefon des Jahres 1995. Das war so schwer, dass sie es kaum vom Boden aufheben konnten. Mit Einstecken in die Westentasche war da nichts.
So ungefähr ist das iPad heute zu sehen. Und wie das iPad in 10 oder 15 Jahren aussieht, wie diese neuen Lesegeräte aussehen werden, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es Folien zum Ausrollen. Vielleicht kann man die Sachen falten wie so ein Stück Papier und einfach einstecken. Vielleicht werden wir demnächst auch unsere Wände zu Hause tapezieren, im Büro oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, tapezieren mit elektronischen Bildschirmen, auf denen wir E-Mails lesen, Fernsehen gucken und Zeitungen und Zeitschriften lesen. Wir wissen nicht genau, wohin die Technologie sich entwickelt, aber eines wissen wir sicher, wir stehen erst am Anfang und es ist eine neue Ära der Technologie eingeleitet worden, die für unser Geschäft extrem vorteilhaft ist. Und das Schöne ist, es wird Wettbewerb entstehen. Wir müssen uns ja, das habe ich immer gesagt, zum ersten Mal am 1. April in New York, wir müssen uns natürlich von der Dominanz eines Players befreien. Es kann nicht sein, dass ein Anbieter die Konditionen diktiert, die Marge, die er behält, diktiert, dass er den Kundenzugang dominiert und dass er vielleicht sogar auch noch verlegerische, inhaltliche Kontrolle übernimmt. Das ist völlig inakzeptabel. Ich mache mir aber überhaupt keine Sorgen. Der Wettbewerb wird es richten. Der Wettbewerb verschiedener Anbieter wird dazu führen, dass wir viel bessere Möglichkeiten haben, über Konditionen zu sprechen und dass auch der Kundenzugang und ohnehin so etwas wie eine inhaltliche Hoheit überhaupt nicht mehr zukunftsfähig ist. Das wird sich keiner dauerhaft leisten können und insofern können wir uns sehr auf eine möglichst hohe Zahl von Anbietern dieser Tablet-PCs und der Smartphones freuen. In der Summe dieser Entwicklungen, crossmediale Reichweiten, neue Vertriebskanäle, wunderbare neue Gerätegenerationen mit riesigem Wachstumspotenzial und hohem Mehrwert, hoher Nutzerfreundlichkeit für die Menschen, glaube ich, dass die Bedingungen für die Entwicklung unseres Geschäftes, markengebundener Inhalte, großartig sind. Wir haben wirklich jeden Grund zum Zukunftsoptimismus, wenn ein paar wenige Voraussetzungen geschaffen werden oder Gefahren aus dem Weg geräumt werden. Und ich will ganz kurz skizzieren, welche beiden Hauptgefahren ich meine. Die eine Gefahr ist die Gratiskultur. Und da muss man ganz klar sagen, an diesem Problem sind wir, die Inhalteanbieter, maßgeblich mit Schuld. Denn wir haben das 15 Jahre lang betrieben. Wir haben 15 Jahre lang gedacht, naja, ist so ein bisschen online, ein bisschen Marketing noch zusätzlich und das bieten wir alles mal kostenlos und zusätzlich an. Nun stellen die Inhalteanbieter weltweit fest, das ist nicht eine nette Marketingmaßnahme, sondern das ist der Vertriebskanal der Zukunft. Dort findet das Wachstum statt und die Leute haben sich aber 15 Jahre lang daran gewöhnt, dass alles kostenlos ist. Das zu ändern wird schwer sein, aber nicht unmöglich, in vielen kleinen Schritten und vor allen Dingen setze ich dabei auf die mobilen Geräte. Denn auf den mobilen Geräten ist es ja so, dass die Menschen heute schon daran gewöhnt sind, dass alles, was sie tun, etwas kostet. Ein Telefonat kostet etwas, ein SMS kostet etwas, ein MMS kostet etwas und eine App kostet etwas. Hier ist also eine Bezahlgewohnheit etabliert, die wir nur beibehalten müssen und die wir vor allen Dingen mit attraktiven Angeboten, mit Inhalten, die die Menschen wirklich haben wollen, am Leben erhalten müssen. Also auch hier sind wieder die mobilen Geräte unsere große Chance. Aber natürlich braucht es neben den attraktiven Angeboten, die wir machen müssen, und da muss uns kein Politiker und niemand bei helfen, das müssen wir, die Inhalteanbieter, selber tun. Wir brauchen neben diesen attraktiven Angeboten und einfachen und klaren Bezahlmechanismen natürlich auch eine rechtliche Grundlage. Und hier glaube ich schon, dass ein Leistungsschutzrecht zwar nur ein Baustein ist, aber natürlich ein wesentlicher Baustein. In der analogen Welt haben wir das nicht gebraucht. Zeitungen oder Zeitschriften, die wurden vielleicht einmal kopiert. Wenn ein Unternehmen einen Pressespiegel hatte, dann haben sie für das Abo bezahlt und haben auch für die Vervielfältigung bezahlt. Das war ein geregelter und, was die Vervielfältigung betrifft, harmloser Markt. In der digitalen Welt ist die Sache komplett anders. Deswegen stellt sich in der digitalen Welt nun auch für die Verlage das Thema Leistungsschutzrecht und sie haben einen Anspruch darauf, genau wie das andere Branchen, die Musikbranche oder die Filmbranche, schon längst haben. Es ist dort eine absolute Selbstverständlichkeit. Und dieses Leistungsschutzrecht bedeutet nicht irgendeine Art von Zwangsabgabe, sondern es bedeutet schlichtweg nur, dass derjenige, der digital Inhalte haben möchte, für diese Rechte sozusagen im Sinne einer Lizenzvereinbarung auch zu bezahlen hat. Das ist nichts anderes als das, was die GEMA tut. Ich muss sagen, dass es mich mit großer Überraschung erfüllt,
dass ausgerechnet der BDI, den ich immer für einen Hort ordnungspolitisch klarer Vorstellungen und marktwirtschaftlicher Grundüberzeugungen gehalten habe, dass ausgerechnet der BDI sich öffentlich so leidenschaftlich gegen das Thema Leistungsschutzrecht positioniert hat. Ich wundere mich, denn ich meine, es wäre ja so, als wenn jetzt alle Medienverbände zusammen morgen eine Pressemitteilung rausgeben würden nach dem Motto freie Fahrt für freie Bürger, ab morgen kostenlos tanken. Also wir wollen alle Benzin kostenlos haben. Klar, es ist schöner, es kostenlos zu bekommen, aber mit dem Grundprinzip von Eigentum verträgt es sich eigentlich nicht. Und deswegen können wir eigentlich nur verwundert auf diese Position schauen und denken, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss. Es geht ja nicht, wie behauptet, um eine GEZ, die hier eingeführt werden soll, sondern wenn wir das vergleichen wollen, geht es allenfalls um eine GEMA. Es geht also um einen völlig freiwilligen Akt. Nur derjenige, der Inhalte haben möchte, der Inhalte nutzt, der soll bitte schön auch dafür bezahlen. Mehr ist nicht gefordert. Und insofern möchte ich einfach unterstellen und hoffen, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, dass wir vielleicht noch nicht gut genug erklärt haben, um was es geht, und dass wir da schnell auch mit dem BDI eine gewisse Einigung erzielen können über dieses Thema. Und das zweite große Sorgenthema in diesem Kontext, was besprochen werden und gelöst werden muss, ist die Wettbewerbsverzerrung bei der Digitalisierung durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Herr Schächter, Sie haben neulich in einem Interview gesagt, dass Sie dieses Rede von der Wettbewerbsverzerrung nervt. Ich fürchte, Herr Schächter, ich muss Sie heute noch einmal nerven, weil es doch angesichts der Bedeutung, die das Ganze hat, wichtig ist, dass wir hier eine Lösung finden. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ich eine wirklich konstruktive Lösung, eine echte Lösung suche und nicht eine Polemik, einen andauernden Streit, in dem beide Seiten überziehen. Wir sollten uns zuallererst darüber verständigen, ob wir am öffentlich-rechtlichen System, am dualen System in Deutschland festhalten wollen. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Ich glaube, es gibt keine Fernsehlandschaft der Welt, die eine so hohe inhaltliche Vielfalt und Qualität bietet wie die deutsche. Ich glaube, dass wir darauf noch viel stolzer sein könnten im internationalen Vergleich, als wir das sind. Und ich glaube, dass dazu natürlich der lebendige Wettbewerb mit den privaten Anbietern beiträgt, aber ganz wesentlich doch auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit einem über Jahrzehnte gepflegten, hier und da etwas auf Abwege geratenen, aber in Summe doch überzeugenden Qualitätsverständnis hierzu beiträgt. Ich glaube also, dass das duale System in Deutschland eine Berechtigung hat, dass es erhalten werden sollte und dass wir uns alle dazu bekennen sollten. Das ist eine erste, ganz wichtige Voraussetzung. Zweitens müssen wir natürlich als Vertreter der aus dem Printgeschäft kommenden Verlage einräumen, dass es denklogisch ein bisschen schwierig ist, wenn wir einerseits sagen, die Digitalisierung ist unsere Zukunft, das mobile Internet, das ist es, worauf es ankommt, und nur wer sich erfolgreich transformiert, wird überleben. Und gleichzeitig sagen wir, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die dürfen das nicht. Eine schwer haltbare Position. Wir müssen also den Öffentlich-Rechtlichen genauso die Chance zur Digitalisierung einräumen, wie wir sie selber nutzen wollen. Und der Versuch, das dann durch 3-Stufentests und durch inhaltliche Einschränkungen zu lösen, ich habe von Anfang an wenig Sympathie dafür gehabt und ich finde, wir sehen ja im Moment auch, dass es nicht sehr überzeugend funktioniert. Der Ansatz inhaltlicher Einschränkungen widerspricht meinem Freiheitsverständnis und ich glaube, er wird auch in der Realität nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, und auch das muss klar gesehen werden, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit einem Budget von 8,5 Milliarden, natürlich übrigens längst ein Pay-TV-Modell in Deutschland etabliert haben. Es ist übrigens interessant, warum Pay-TV bei uns in Deutschland so schwierig ist. Also da sind ja mittlerweile 2 bis 3 Milliarden, sagen wir es mal höflich, investiert worden. Und warum das nicht funktioniert, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Öffentlich-Rechtliche die beste Pay-TV-Plattform überhaupt ist. Mit 18 Euro Gebühren pro Monat, mit 100% Marktabdeckung, mit 24.000 Mitarbeitern und 8,5 Milliarden Budget, mit Fußballrechten, die eben immer die Hauptanziehungskraft für das PTV international ausmachen. Das alles ist natürlich schon ein massiver Ansatz und auch das Programmvolumen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also ARD und ZDF bieten
rund eine halbe Million Programmminuten auf den Sendern. Bei den dritten Programmen der ARD sind es 4 Millionen Sendeminuten, bei den analogen Spartenkanälen inklusive Arte 1,9 Millionen und bei den Digitalkanälen kommen nochmal 3 Millionen hinzu. Das heißt, an jedem 24-Stunden-Tag des Jahres produzieren ARD und ZDF mit ihren mehr als 20 Kanälen 456 Programmstunden. Wer das alles sehen wollte, der müsste 19 Leben parallel leben. Also wenn man alles guckt, was es zu gucken gibt, muss man 19 Leben leben. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde es großartig. Nur wenn Sie dieses Volumen, diese inhaltliche Potenz und dieses Budget nehmen und dann sagen, wir wollen in der digitalen Welt erstens alles dürfen, was die Privaten auch dürfen, und zweitens wollen wir das Ganze auch noch kostenlos anbieten, dann, meine Damen und Herren, ruinieren Sie die Basis für ein künftiges Geschäftsmodell der privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Das ist es, was damit geschieht. Ich muss das ganz klar sagen, für mich wäre die Pressemitteilung ARD und ZDF geben bekannt, dass sie morgen eine Gratiszeitung herausgeben. Diese Pressemitteilung wäre für mich weniger bedrohlich als die Pressemitteilung, dass ARD und ZDF Gratis-Apps rausgeben. Das ist zwar im Volumen überhaupt noch nicht vergleichbar. Das eine ist klein, winzig heute und sieht ganz harmlos aus und das andere ist ein riesiges Geschäft. Nur das riesige Geschäft ist rückläufig. Dieses kleine, unwichtige Geschäft wächst geradezu exponentiell. Die Zeitung und Zeitschrift der Zukunft sind Smartphones und Tablets. Die Zeitschrift und Zeitung der Zukunft, die bewegten Bilder der Zukunft werden sich über das Internet vermitteln und werden auf diesen neuen Geräten eine wachsende Rolle spielen. Wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Möglichkeit hat, mit den Gebühren auf der einen Seite, zusätzlich auch noch mit Zugang zu Werbung, Sponsoring und E-Commerce, auf diesen Kanälen kostenlose Angebote zu machen, dann haben wir schlichtweg kein Geschäftsmodell. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht hinnehmen wollen, weil die Gesellschaft sagt und die Politik sagt, auch private Medien und private Medienvielfalt ist in Deutschland schützenswert, so wie auch das Öffentlich-Rechtliche schützenswert ist. 380 unabhängige Verlage, die 43 Millionen Menschen erreichen, die einen hohen Beitrag zur Vielfalt und zur Qualität der Informationen in Deutschland leisten, sind auch schützenswert. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir ein System und eine Architektur, die dauerhaft Bestand hat und die einen vernünftigen Kompromiss, bei dem beide Seiten Zugeständnisse machen, findet. Ich möchte nur ein paar Akzente setzen, die vielleicht die Diskussion darüber beeinflussen können. Und zwar zum einen müsste es sichergestellt sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich und zwar auf allen Vertriebskanälen auf Werbung, auf E-Commerce und auf Sponsoring verzichten. Sie dürfen sich nur durch Gebühren finanzieren, die Privaten finanzieren sich nur durch diese drei Einnahmenkategorien. Zweitens müsste sichergestellt werden, dass alle neuen Angebote, also insbesondere auf den Smartphones und auf den Tablets, alle neuen Angebote der Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls Gebühren erheben, aber natürlich nicht, indem sie einfach umverteilen. Für die 2-3%, die heute diese neuen Geräte nutzen, zahlen 98% der Gebührenzahler, die diese Geräte entweder nicht haben oder nicht nutzen. Das wäre ungerecht, sondern man soll es so machen, wie man es früher gemacht hat, wenn beim ZDF Kochrezepte angeboten wurden und man die haben wollte, dann musste man Briefmarken schicken. Man musste also auch da für Zusatzleistungen bezahlen. Und so wie man früher für Kochrezepte bezahlt hat, so soll man jetzt zumindest in einer Phase der Entwicklung dieses Geschäftes direkt die Gebühr beim Nutzer erheben. Das heißt, diese zusätzlichen Angebote, das heißt die Apps ganz konkret, müssen kostenpflichtig sein, müssen die Gebühr beim Nutzer erheben. Das allein würde sehr wesentlich helfen, eine Bezahlkultur, die bereits da ist, zu erhalten als Grundlage für das Geschäftsmodell aller Inhalteanbieter, aller privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Und natürlich würde das dann, wenn man diese beiden wesentlichen und einfach zu erreichenden Voraussetzungen böte, würde das natürlich dazu führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen inhaltlich frei sein müssen, zu tun und zu lassen in der digitalen Welt, was sie tun wollen. Und zweitens, es müsste auch sichergestellt werden, dass für die Öffentlich-Rechtlichen eine sichere Finanzierungsbasis da ist. Das heißt, dass wir in gestaffelten Gebührenfortschritten die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Sektors sicherstellen. Ich glaube, dass auf dieser Basis eine Diskussion lohnt und eine Lösung vielleicht erreichbar ist. Wenn wir das schaffen,
Dann können wir uns gemeinsam auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Und das ist nicht Regulation, Medienpolitik oder Technologie, sondern ich glaube in unserem Geschäft Inhalte. Wir reden viel zu wenig über Inhalte, wir reden zu wenig darüber, wie wir Menschen wirklich faszinieren können mit dem, was wir tun, mit unabhängigem investigativen Journalismus, mit unterhaltsamer, fiktionalen Angeboten. Das ist doch am Ende der Kern unseres Geschäfts und hierauf sollten wir uns konzentrieren und wir sollten auch den Glauben nicht daran verlieren, dass die Menschen trotz User-Generated Content, der natürlich eine wunderbare Bereicherung der inhaltlichen Angebote in der digitalen Welt ist, dass Profi-Journalismus, Profi-Angebote von Inhalten, von Leuten, die wissen, wie man erzählt, wie man recherchiert, wie man mit Sprache umgeht, die wissen, wie man diese Information auch visuell inszeniert, dass das eine Zukunft hat. Die Menschen sehnen sich nach kollektiven Informationserlebnissen. Sie wollen eine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Sie wollen etwas, worüber sie sich gemeinsam unterhalten können. Wenn jeder einen anderen Blog gelesen hat, haben sie kein gemeinsames Gesprächsthema mehr hier auf dem Mediengipfel. Insofern kollektive Gesprächsangebote auf großen, glaubwürdigen Markenplattformen, die wir etablieren, das ist es. Und dabei sollten wir auch das Prinzip Führung nicht aufgeben. Natürlich wollen Menschen Orientierung, sie wollen Angebote, sie wollen für etwas interessiert werden, von dem sie vorher noch gar nicht wussten, dass es sie interessiert. Das ist ja der große Unterschied. In der Suchmaschine finde ich schneller das, von dem ich vorher wusste, dass es mich interessiert. In einer Zeitung oder in einem Fernsehsender werde ich von Dingen begeistert, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass sie mich interessieren könnten. Das ist die besondere Rolle von Profi-Informationen. Und natürlich wollen die Menschen das. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass jeder immer sein eigener Programmdirektor sein will. Das geht irgendwann so aus wie in den antiautoritären Kindergärten der 60er Jahre, wo irgendwie die Kinder gesagt haben, müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollen. Das wollen die Menschen nicht auf die Dauer. Meine Damen und Herren, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir haben eine großartige Ausgangssituation. Wir können mit dem, wofür wir leidenschaftlich brennen, nämlich mit guten Inhalten, mit guten Informations- und Unterhaltungsangeboten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel bessere Geschäfte machen und sinnvollere Dinge tun als in der Vergangenheit. Deswegen sollten wir uns an dem orientieren, der unser aller Vorbild sein muss in diesen Fragen, an Winnetou. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Winnetou 3 gesehen hat. Dort gibt es die für mich absolut legendäre und unvergleichliche Schlussszene, wenn Winnetou und Old Shatterhand auf einem Berg stehen, auf dem Rücken ihrer Pferde, in der Ferne der blutrot sonnengetränkte Himmel und ein Zug fährt vorbei, das Dampfross. Und Old Shatterhand ist sehr skeptisch ob dieses Fortschritts und sieht das alles sehr kritisch. Und Winnetou sagt zu ihm, nur wer sich dem Fortschritt nicht verweigert, wird überleben. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus